Das ist auch so super hilfreich, gerade für das Team auch nochmal wirklich festzulegen, dann wirklich dass man wirklich ein plastisches Gefühl hat von diesen Touchpoints. Was wird da genau gemacht? Welche Tätigkeiten erfolgen dort? Was sind die Mittel, die den Touchpoint besonders gut machen? Was sind aber auch zum Beispiel die Unterlagen, die Dokumente, die wir brauchen in der Kommunikation mit dem Patienten? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie können wir es nachbereiten, dokumentieren? Aber auch, welche Personen sind konkret verantwortlich, welche aber auch eben vielleicht nicht. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Ja, Martin, freut mich, dass wir heute mal wieder zusammen sprechen können. Es geht mal wieder um Kunden. Und wir hatten ja in einem der vergangenen Podcasts schon über die Customer Journey gesprochen, aber also über diese Kundenreise, ne, die jeder Kunde so durchläuft und die ja auch sehr, sehr vielseitig ist, wie ich finde. Und in deinen Büchern wird auch immer wieder von dieser Customer Journey Map gesprochen. Das hört sich ja so an, als gäbe es irgendwas, woran man sich langhangeln könnte. Was ist das denn? Also was ist denn eine Customer Journey Map? Eine Customer Journey Map bezeichnet im Prinzip eigentlich erstmal dieses gröbere Geflecht, was wir haben bei einer Customer Journey. Wenn man sich überlegt, eine Customer Journey als Reise jetzt auch mal wieder gesprochen, diese Analogie haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal so in den verschiedenen Interviews gehabt, ist natürlich etwas, sag ich mal, geringdimensionales sozusagen, wenn nicht sogar eindimensionales, dass man sagt, okay, wahrscheinlich geht es jetzt hier um den kürzesten Weg von A nach B oder so, um dorthin zu kommen und es ist genau eine Strecke. Das mag auch für eine ganz bestimmte Strecke vielleicht, die man abfahren will oder übertragen auf uns im Prinzip auf einen Prozess oder einen Mikroprozess soweit stimmen. Insgesamt haben wir aber auch eine gesamte Prozesslandschaft, nennt man das ja manchmal auch, woraus dann auch eine Patienten- oder Customer Journey Map entsteht, quasi, um diese Analogien dann irgendwie so zusammenzubringen. Heißt also, es laufen eigentlich immer mehrere verschiedene Prozesse irgendwo ab. Es gibt verschiedene Bestandteile der Kundenreise, die gerade vorliegen, die dann insgesamt zusammengenommen so eine Customer Journey Map dann entsprechend aufbauen. Ich würde sogar quasi noch eine weitere Dimension ja wieder gedanklich einfach jetzt mit dazu nehmen. Ob wir da jetzt heute hinkommen, da darüber auch zu sprechen, ist jetzt was ganz anderes. Aber ich sage ja auch immer, dass wir die internen und die externen Customer haben, die externen Kunden, das heißt unsere Patienten ganz konkret. Das ist der eine Punkt, auf die konzentrieren wir uns natürlich jetzt auch in den ersten Schritten meistens bei den Touchpoints auch. Aber wir haben auf der gegenüberliegenden Seite ja auch immer die internen Kunden, unsere Mitarbeiter, unser Team, uns selbst in gewissermaßen auch. Und wir haben dann auch gewisse Touchpoints in unserer eigenen Journey, unserer Employer- oder Employee-Journey sozusagen, die dann auch in so einer Map abgebildet sind, sodass da eigentlich ein recht großes Geflecht daraus ist. Aber ich finde es fast ein bisschen akademisch, das teilweise so zu sehen, aber für die, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, ist das vielleicht einfach ein guter Einstiegsgedanke. Am Ende des Tages geht es um Prozesse, um Abläufe, um Berührungspunkte und die zu definieren, die klar zu haben und zu wissen, was kann ich dort tun oder wer kann dort was tun. Da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf. Sind die Ja. Touchpoints, sind die immer physisch oder sind die vielleicht auch irgendwo anders? Sind es Kontaktpoints, die ich selber konkret bearbeite oder werden die an anderer Stelle bearbeitet oder kann ich die Bearbeitung sogar delegieren? Da gibt es so Stichworte wie Owned Touchpoints, Paid Touchpoints und was weiß ich. Da gibt es also einen riesen Konzeptionen, die dahinter stecken, die aber im Prinzip eigentlich, wenn man sie danach ein bisschen genauer betrachtet, relativ einfach verständlich sind. Ja, ich merke jedes Mal, wenn wir über das Thema Touchpoints sprechen, dass das so extrem vielseitig ist. Dass man, so, ne, wenn man normalerweise an Touchpoint denkt, hat man, wie gesagt, ja, ich sehe eine Werbung oder ich suche nach Informationen auf einer Homepage, ich gehe in eine Praxis. Aber es gibt ja so viele mehr Sachen. Und aber ist es denn jetzt, also wenn man diese Customer Journey Map, ich hatte wirklich, ja, wie so ein Flipchart vor Augen in dem Moment. Ne? Also, dass man sich das dann so visuell quasi nochmal so vor Augen führt, welche Punkte der Kunde durchläuft. Ist es denn wirklich so gedacht dann auch? Also, dass ich wirklich diese Map auch dokumentiere im Sinne von, ich schreibe das alles auf oder habe ich die einfach im Kopf?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und das ist tatsächlich ein Punkt. Also ich sage jetzt mal so total provokativ, die meisten, die jetzt zuhören, die haben die weder im Kopf noch auf Papier oder auf dem Tablet, sondern das läuft vielleicht komplett intuitiv ab. Dann gibt es welche, die setzen sich damit schon auseinander und dann ist das Ganze im Kopf. Meine Empfehlung ist aber ganz klar, das wirklich einmal konkret aufzuzeichnen und wirklich einmal darzustellen. Das ist auch so super hilfreich, gerade für das Team auch nochmal wirklich festzulegen, dann wirklich dass man wirklich ein plastisches Gefühl hat von diesen Touchpoints. Was wird da genau gemacht? Welche Tätigkeiten erfolgen dort? Was sind die Mittel, die den Touchpoint besonders gut machen? Was sind aber auch zum Beispiel die Unterlagen, die Dokumente, die wir brauchen in der Kommunikation mit den Patienten? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Wie können wir es nachbereiten, dokumentieren? Aber auch, welche Personen sind konkret verantwortlich? Welche aber auch eben vielleicht nicht? Das heißt, es macht total viel Sinn, es sehr spezifisch aufzubauen. Und das ist natürlich sowas, wo viele vor zurückschrecken und dann sagen, boah, das ist ja mordsmäßige Arbeit und so weiter, ist aber einfach eine Arbeit, die macht man im Prinzip einmal grundsätzlich und dann hat man Blueprint, ein System, eine Schablone, die kann man auf alles verwenden und dann wird es plötzlich ganz, ganz einfach. Und dann merkt man plötzlich nämlich auch, dass die Mitarbeiter dann auch einfach viel besser das umsetzen, was sie sollen. Da sind wir direkt schon wieder so ein bisschen in anderen Bereichen, so wie Lernpädagogik oder so. Viele denken immer, wenn man jemandem was erzählt, so wie im Podcast, dann ist alles super, dann kann man sich das gut merken. Und wenn du jetzt hier den Podcast anhörst, wirst du wahrscheinlich auch für den auditiven Kanal irgendwie eine besondere Vorliebe haben, sonst wird das Ganze für dich gar keinen Sinn machen. Das ist aber in der Regel nur ein Kanal und ein geringer Kanal und der ist nicht bei allen gleich ausgeprägt. Dann gibt es andere, die haben einen visuellen Kanal in dem Sinne, dass sie sehr gut lesen oder so. Dann denken wir mal an unsere Mitarbeiter. Innen, die jetzt auch dort, das soll jetzt nicht allzu politisch inkorrekt klingen, aber es ist einfach so, die im Prinzip meistens aus relativ bildungsfernen Haushalten dann irgendwie kommen, zumindest verglichen mit dem promovierten Akademiker definitiv. Das sind oft Hauptschülerinnen, die dort, sag ich mal, auch nicht gerade ein Einserzeugnis gehabt haben. Und wenn die dann irgendwie so ein langes QM-Buch, lange Beschreibungen mit langen Seiten, wo sie schwarz auf weiß den Text sehen, da sind die schon mal etwas erschrocken, weil die das so gar nicht kennen. Also ich weiche jetzt gerade so ein bisschen ab, aber ist halt ein interessanter Punkt. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Auszubildenden und die fragt, ja, wie kann ich denn mal wissen, was ich jetzt mal lernen kann für die Schule? Ja, guck mal, was hast du denn für Themen gehabt? Ja, ich habe die und die Themen im Unterricht gehabt. Ja, okay, dann guck doch mal im Inhaltsverzeichnis nach, was du dazu findest. Herr Baxmann, was ist denn das Inhaltsverzeichnis? Wo man sagt, oh wow, okay. Das ist jetzt eine Frage, auf die wäre ich jetzt selber nicht gekommen. Und ich bin froh gewesen, dass die Mitarbeiterin den Mut gehabt hat, diese Frage zu stellen. Und ich weiß auch genau, sag ich mal, wir sind da schon so ein bisschen sensibilisiert, weil ich halt durch die Weiterbildung und so weiter auch so einen gewissen Coaching- und Education-Hintergrund jetzt mittlerweile habe. Aber so normalerweise hätte ich erstmal gefragt, what the fuck, ja? Was geht denn hier ab? Wieso weißt du, also was denn das? Und das hilft natürlich dann in dem Moment nicht weiter. So, ich weiche ein bisschen ab, ich weiß, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass gerade der optische Kanal ein sehr, sehr wichtiger ist und der sehr gerne gefüttert wird, auch durch Bilder. Also wenn man sieht, Erklärvideos, Mindmaps, irgendwelche Grafiken und so weiter, die sind doch viel, viel plastischer in der Regel als so eine klassische Beschreibung. Und da sind wir jetzt wieder ganz konkret, nämlich bei der Customer Journey Map, dass wir die auch wirklich dann konkret aufmalen und dann haben wir bunte Punkte dort und die Punkte sind dann vielleicht farblich bestimmten Bereichen zugeordnet, bestimmten Mitarbeitergruppen. Dahinterlegt sind dann wieder die Dokumente, wie ich gerade schon sagte. Einmal von der einen Seite Schulungsinstrumente für die Mitarbeiter, wie sie es machen, aber auch, was müssen sie weitergeben an den Patienten? Muss was unterschrieben werden? Muss ich dort was erklären? Wenn ich dem was erkläre, welches Skript, das ist jetzt wieder oben, quasi habe ich zur Verfügung sozusagen und wie baue ich das alles dort zusammen? Und das Ja. ist mega spannend. Aber du sagst jetzt die ganze Zeit, wenn du darüber sprichst, wir. Das heißt, es ist auch wieder so ein Teamding, ne? Also das heißt, dass es wichtig ist, dass quasi nicht nur, ich habe es das letzte Mal, glaube ich, auch so gesagt, also nicht nur der Chef Bescheid weiß, sondern halt auch die Mitarbeiter, dass die auch wissen, okay, es gibt eine Customer Journey und wenn ich gucken möchte, wie die bei uns persönlich in der Praxis aussieht, dann gucke ich auf die Map und dann weiß ich zumindest grob, worum es geht. Ja. Ganz genau. Also Okay. wenn wir jetzt wenn wir, ja, es ist einfach so, wenn wir jetzt so in Analogien dann sind, können wir mehrere Analogien nehmen quasi. Ich als Inhaber oder Unternehmer in dem Bereich bin sozusagen der Architekt für die Grundstruktur der Prozesse, die wir haben.
Es sind bestimmte Strukturen, hat man an anderer Stelle auch schon mal gesagt, in so einer Customer Journey Map, die sind einfach vorgegeben durch die medizinische Thematik, die wir einfach haben, und dass man irgendwann mal muss man mit jemandem reden und irgendwann muss man jemanden verabschieden. Also bestimmte Anfangs- und Endpunkte, die sind irgendwo als grundsätzliches Skelett so vorgegeben. Und dann bin ich der Architekt dieser Baustelle, dieses Hauses beispielsweise. Und dann brauche ich dann auch ganz zwingend, unbedingt meine Fachexperten aus den weiteren Bereichen. Dann brauche ich den Elektriker, dann brauche ich den Trockenbauer, dann brauche ich den Dachdecker, dann brauche ich den Sanitärinstallateur und so weiter und so fort. Je mehr Fachexpertise die jetzt haben, desto einfacher wird wieder meine Arbeit als Architekt und desto erfolgreicher wird auch das Gesamtergebnis hinterher, weil die Schnittstellen besser abgedeckt werden und ich vielleicht von dem Fachexperten, der jetzt direkt vor Ort an der Steckdose gerade sitzt, in dem Loch in der Wand, der kann dann vielleicht nochmal sagen, ey, hier ist ein Problem. Das hast du jetzt schön gezeichnet und hast dir gut ausgedacht, lieber Architekt und so weiter, aber hier, ich muss jetzt 10 Zentimeter weiter nach links gehen, weil das funktioniert nicht. Da ist ein Problem. Ja, gut, Und es ist das dann ist halt so ein genau dieses Zusammenarbeit Teamwork. dann, ne? Genau. Ja, und das ist halt aber auch wohl, wo das Teamwork dann da ist. Und das ist etwas wiederum, wo wir halt hinkommen müssen, weil wir müssen unsere Gewerke sozusagen, unsere Arbeiter für die entsprechenden Gewerke müssen wir natürlich dann auch trainieren, weil das ist jetzt anders als bei der Baustelle. Bei der Baustelle kommen die verschiedenen quasi Freelancer oder die einzelnen Firmen, die sind schon in sich fertig ausgebildet, die kommen schon als Experten zur Baustelle. Die hole ich mir quasi als fertige Funktionseinheit sozusagen rein. Das habe ich in meinem eigenen Team so aber nicht. Sondern da habe ich, ich fange ja meistens klein an in der Praxis mit 2, 3 Mitarbeitern vielleicht. Das sind dann Allround-Talente, die können dann alles. Das ist dann so der Trockenbauer, der verlegt auch die Elektroleitung, der macht auch die Sanitärinstallation, der verlegt auch die Fliesen und so weiter und so fort. Macht das alles auch relativ gut, ist aber nirgends so ein richtiger Fachexperte oder vielleicht in einem Gebiet. Kann das dann vielleicht irgendwann mal werden, aber er wird nie in allem so gut wie jemand, der nichts anderes als genau das macht. Und da kommen wir dann, je größer die Teams werden, desto spezialisierter werden die auch und desto besser können die auch in diesen bestimmten Bereichen dann wieder eingesetzt werden. Und damit steigt dann auch, sag ich mal, erstens die Effizienz natürlich, weil es schneller, einfacher, besser gemacht werden kann und die Ergebnisqualität mit dem Lean-Ziel, was wir auch immer haben, so Brückenschlag quasi einmal der hoffentlich höheren Zufriedenheit dadurch, dass die Ergebnisse und die gesamte Journey auch in sich besser wird. Und meine letzte Frage, also ich merke jetzt schon, es ist ein Riesenthema und es ist ein, also ich glaube, da könnte man 5 Podcasts mitfüllen. Aber wenn man jetzt mal das, was du jetzt alles gesagt hast, zusammenfasst und meine letzte Frage dazu sich mal anschaut, also wie formuliere ich das am besten? Wenn ich jetzt diese Customer Journey mir verinnerlicht habe und ich habe sie dargestellt und ich habe sie mit meinem Team besprochen und so weiter, ist sie dann statisch oder sollte ich die auch, oder gerade diese Dokumentation der Customer Journey, sollte ich die immer wieder mal überarbeiten, weil sich vielleicht was ändert oder weil ich andere Ansprüche habe oder was auch immer? Im Prinzip haben wir an einer ähnlichen Stelle schon mal, also es kommt immer wieder auf das Gleiche hinaus. Wir haben quasi das Thema QM, wir haben das Thema Customer Journey, wir haben das Thema Prozesse. Die sind niemals komplett statisch. Es gibt immer irgendwelche Anpassungen. Sind wir jetzt gerade mal bei der Journey wieder? Klar, wir können uns die beste Route und vielleicht auch eine Alternative rausgesucht haben. Wenn da jetzt ein Unfall auf der Strecke ist, dann müssen wir woanders langfahren oder müssen stehen bleiben, haben wir plötzlich eine neue Situation. So, jetzt ist irgendwas mit dem Auto vielleicht oder wir haben ein anderes Auto oder keine Ahnung oder es schneit und wir haben keine Schneeketten dabei und so weiter. Schon ist wieder eine neue Situation da, wo wir das Ganze anfassen können. Oder keine Ahnung, einer muss Pipi hinten auf der Rückbank und dann plötzlich müssen wir dann doch irgendwo anhalten und dann ist die Toilette gesperrt und dann müssen wir woanders langfahren und dann wird es aber jetzt wirklich dringend langsam und schon haben wir eine ganz neue Customer Journey. Und das Gleiche ganz genau bei uns in der Praxis auch. Also, welche Faktoren haben wir? Wir haben innere Faktoren. Was können wir tatsächlich selber leisten? Was erkennen wir überhaupt als Touchpoints? Sind sie überhaupt komplett? Sind sie vollständig? Sind sie an der richtigen Stelle? Haben wir zu viele? Haben wir zu wenig? Dann die andere Seite, natürlich ändert sich der Patient gegebenenfalls auch. Ist es ein junger Patient, ein alter Patient? Hat er schon Vorerfahrung? Hat er keine Vorerfahrung? Dann weitere Faktoren, wie ändert sich wirtschaftlich irgendwas und so weiter und so fort. Was weiß ich, ganz einfaches Thema mal. Thema Krise, Inflation, alle haben Angst, ihr Geld auszugeben. Da kann es dann durchaus sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel noch keine Ratenzahlungsvereinbarung in der Praxis gehabt hat, Ratenzahlungsvereinbarungen jetzt einzuführen. Das ist auch wieder ein Touchpoint zum Beispiel, der dann plötzlich neu entsteht in dem Bereich.
Und so weiter Okay. und so fort. Oder denken wir mal an Corona. Die Leute konnten plötzlich nicht mehr in die Praxis kommen. Plötzlich haben wir das Konzept der Online-Kontrollen erfunden. Ganz neue Patienten-Journey, die da plötzlich entstanden ist, mit ganz neuen Touchpoints. Plötzlich hat man über Zoom oder über irgendwelche anderen, ja, Mittel, Medien, hat man miteinander den Kontakt gesucht und hat versucht, das so zu kompensieren. Und ja, nochmal ein krasses Beispiel daraus, was wir tatsächlich gemerkt haben. Wir haben immer ganz groß bei uns in den Praxen auf die Fahne uns gestellt, dass wir immer die Eltern mit in einzelne Behandlungszimmer nehmen. Das ist nicht immer so üblich in allen kieferorthopädischen Praxen. Oft gibt es da Großräume, wo mehrere Ja. Behandlungsstühle sind, wo dann die Patienten reinkommen und wo dann einfach nicht jeder rein darf, weil dann auch, sag mal, Dinge besprochen werden müssen. Ob das jetzt ein optimales Szenario ist, lasse ich mal außen vor, finde ich jetzt selber auch total bescheuert, aber ich weiß, dass es immer noch welche machen. So einzelne Räume sind da viel, viel besser. So, und wir haben dadurch auch immer die Eltern oder die Begleitpersonen mit dabei gehabt, sodass man immer nebenbei während der Arbeit dann auch schon ein paar Dinge erklären konnte und da auch wieder eine hohe Effizienz hatte, weil die Kommunikation, die Beziehungsbildung und die tatsächliche manuelle Arbeit, die liefen so relativ parallel ab. Und dann war das gut. So, jetzt kam dann Corona und was bedeutete das? Die Eltern und so weiter, Begleitpersonen, die durften dann nirgends mehr mit rein, sondern wir haben den Patienten nur noch selber gehabt und dann sind das hauptsächlich Kinder vielleicht in der Kieferorthopädie. Die können natürlich die Sachen nicht weitergeben, die können auch keine oder dürfen Ja. auch keine Entscheidung treffen und so weiter und so fort. Das heißt, was ist bei uns jetzt konkret einmal passiert? Wir haben eine Weile gebraucht, bis wir begriffen haben, dass wir jetzt vielleicht einen separaten Termin einmal mit den Eltern brauchen, um das, was jetzt fehlte, nachzuholen. Wir haben es dann gemerkt tatsächlich, also da auch Schande über unser Haupt, aber wir haben auch andere Sorgen in dem Moment selber gehabt. Da waren wir vielleicht ein bisschen zu langsam. Ich weiß nicht, ob dir das als Hörer jetzt auch genauso gegangen ist. Da haben dann plötzlich die Ersten sich beschwert und haben gesagt, ja, beim letzten Mal wurde ich überhaupt nicht aufgeklärt, mir wurde überhaupt nicht gesagt, was gemacht ist. Und wir haben so gedacht, hä, ja, guck mal hier, unsere Customer Journey, ne, klar, wir sind die Ja. Superaufklärer vor dem Herrn. Ja, und dann haben wir überlegt, ja, Moment mal. Wir sind aber mittlerweile aufgrund der äußeren Umstände sind wir abgewichen. Diese Customer Journey, die wir gerade quasi im Kopf haben, die existiert ja so gar nicht mehr. Wir brauchen jetzt einen Umgehungsprozess dort. Also Baustelle auf der Autobahn, wir müssen jetzt abfahren, über Land fahren und plötzlich haben wir eine komplett neue Situation und müssen demzufolge auch neue Touchpoints oder Wegpunkte oder wie auch immer man das von den Analogien her bezeichnen will, dann aufbauen. Ja, du siehst, ich bin heute wieder in ultraschneller Sprechgeschwindigkeit unterwegs, weil das sind einfach Nein, so um Themen, da Gottes kann Willen. ich Nee, jetzt ich den ganzen versuche es Tag. nur auch gerade so für mich so noch so ein bisschen also zusammenzubringen, weil es läuft ja irgendwie so darauf hinaus, dass wenn man jetzt sagt, ich meine, die Frage ist jetzt, wir hatten das schon mal mit diesem utopischen Perfekt, ne? Also dass es eigentlich kein Perfekt dann gibt. Aber dass, wenn man es trotzdem mal jetzt das Wort benutzt, dass die perfekte Customer Journey Map sich dadurch auszeichnet, dass es so ein bisschen, ich sage mal, Learning by Doing, wenn man es so ne, sagen will, und ja auch aus Flexibilität besteht, ne? Dass es so auch so mit das Geheimnis ist, dass man quasi eben nicht dieses Statische hat, sondern dass man ja die Möglichkeiten, die man hat, kennt und auch nutzt. So würde ich es, glaube Ja, ich, zusammenfassen. finde ich total gut. Ich würde ihn, ich weiß ja, ich bin ja immer so total spitzfindig auch, was sowas angeht. Wenn wir sagen, Learning by Doing, das klingt für viele meiner Meinung nach, oder das wird mir oft gespiegelt so, als würde das bedeuten, man müsste erst komplett neu lernen, man würde irgendwie bei Null starten. Das kann natürlich auch sein. Wenn du aber schon eine ganze Zeit lang damit arbeitest, dann ist es mehr auf dem Mindset von Adapting by Doing. Und man sagt, klar, man lernt natürlich immer wieder was Neues, aber man muss sich von vornherein klar sein, eine Anpassung oder Adjusting, was auch immer, ist immer wieder sinnvoll und nötig. Und immer wieder ein kleines Gegensteuern, einen kleinen Impuls geben und so weiter und so fort, sodass man dann tatsächlich an der richtigen Stelle dann rauskommt und sich jeder Touchpoint dann auch gut anfühlt. Okay. Also zusammenfassend für mich würde ich sagen, oder für dich vielleicht zu Hause auch, ganz klar, setz dich mal hin und zeichne deine Prozesse auf und dann guck mal, wo hast du dort Touchpoints und wie kannst du die tatsächlich gestalten. Mach mal eine richtig schöne Zeichnung. Ich gebe da noch ein letztes Beispiel einmal. Das bedeutet auch, dass wir ganz konkrete strategische Dinge, nämlich auch in diese Touchpoints, die für uns wiederum wichtig sind, einbauen können. Wir haben schon mal über Patientenzufriedenheit und Messung von Patientenzufriedenheit gesprochen. Das heißt, können ganz klar vorher definieren, an welchen Touchpoints macht es zum Beispiel Sinn, eine geplante Befragung zu machen. Es ist aber auch ganz klar jetzt für die, die so ein bisschen mehr unternehmerisch auch unterwegs sind, an welchen Stellen ist jetzt ein Cross-Sale oder ein Up-Sale, also eine Zusatzvereinbarung für irgendwas, ist jetzt sinnvoll und notwendig.
An welcher Stelle kriegt man bei der Befragung vielleicht Dinge raus, die wirklich einen voranbringen? An welcher Stelle stellt man vielleicht die Fragen mit auch einem geeigneten Tool, dass man möglichst eine gute Google-Bewertung bekommt? Weil sag ich mal, bei einer Google-Bewertung, da ist erstmal scheißegal, ob einem das selber was bringt für die eigene Entwicklung, sondern da braucht man einfach nur ganz viele Bewertungen und ganz viele Sterne, damit das Google-Ranking dann auch Das ist entsprechend Werbung hochgeht. auch, ja, klar, Genau, ja. das ist dann Werbung, das ist dann weniger auswertbar vielleicht, aber es ist Werbung. Und da gibt es halt bestimmte Punkte. Beispielsweise, jetzt hier gehe ich direkt einmal rein, wann ist ein guter Punkt, um eine möglichst gute Bewertung zu bekommen, die vielleicht nichtssagend ist, aber trotzdem gut ist. Immer dann, wenn der Kunde, Patient seinen Vertrag gerade unterschrieben hat. Und er gerade in der Situation ist, dass er in der sogenannten Buyer's Remorse ist. Das heißt, er denkt sich gerade, ach du Scheiße, ich habe jetzt hier für keine Ahnung wie viel 1.000 Euro einen Vertrag unterschrieben. War das jetzt echt eine gute Entscheidung? Nebenbei bemerkt, hilft es dann auch in dem Moment einfach mal sagen, gute Entscheidung. Das war genau richtig, jetzt läuft. Dass man einfach die Bestätigung einmal gibt, das ist das eine. Das andere aber auch, dass der Kunde, der Patient in dem Moment sich auch selber rechtfertigt. Das kennt ihr auch, wenn ihr einen Einkauf macht. Ja, hast dir, keine Ahnung, hast dir gerade einen Porsche gekauft, bist ja ein Zahnarzt. Und dann hast gedacht, oh verdammt, das war jetzt aber doch eine ganze Menge Geld hier für dieses olle Auto. Ne? Und dann denkst du, ja, aber ich habe es ja doch irgendwie verdient. Und ist ja schon cool. Und eigentlich ist es ja auch standesgemäß. Ja, das ist jetzt alles so politisch inkorrekter Blödsinn. Aber einfach mal so, das heißt, da fängt plötzlich so eine Rechtfertigungsgeschichte an vor sich selber, dass man sich sagt, ja, das war schon richtig, das war gut und das war alles super. Und du würdest nicht hingehen, verdammt, das war jetzt totaler Mist, weil dann würdest du es direkt wieder rückabwickeln. Na klar. Und Na. in dem Moment, wenn man dann fragt, ja, sag mal, war das eigentlich eine gute Entscheidung, dass du den Porsche gekauft hast? Dann wirst du nicht hingehen, nee, eigentlich nicht, aber was soll's. Sondern da bist du dann, ja klar, sicher, die und die Gründe, ja, fertig. Das kann man genau planen und kann man dann auch strategisch einsetzen. Genauso wie Upsales und so weiter und so fort. Und das probier mal zu Hause aus. Also Prozesse aufschreiben, einfach mal aufmalen auf eine große Tafel und dann geht's los. Und dann guck dir mal an, wo die Touchpoints sind.